Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Lingoni. Ich heiße Jenny und heute reden wir über das Thema Phobien. Phobien sind Ängste, die das Verhalten, die Gefühle und die Gedanken der betroffenen Person stark beeinflussen. Habt ihr große Angst vor etwas? Erzählt es uns in den Kommentaren. Die gängigste Phobie ist die Platzangst. Der lateinische Begriff dafür ist Agoraphobie. Das bedeutet, dass man Angst vor öffentlichen Plätzen und Menschenmengen hat. Solche Menschen meiden Menschenmengen, weil sie Angst haben, dass sie nicht entkommen können, wenn etwas passiert. Sie fühlen sich einfach in großen Menschenmengen nicht wohl. 4 von 100 Menschen leiden an Platzangst. Seid ihr auch dabei? Es gibt auch viele Menschen, die Angst vor sehr kleinen und engen Räumen haben. Das nennt sich Klaustrophobie. Solche Menschen haben Angst, in einen Aufzug zu steigen oder ins Flugzeug oder in die U-Bahn. Menschen, die Platzangst haben, nehmen dann eher die Treppe oder fahren lieber mit dem Auto als mit dem Zug oder mit der U-Bahn. Nummer 3 ist die Höhenangst. Solche Menschen haben Angst vor Höhen. Es macht ihnen Angst, in die Tiefe zu blicken, wenn sie zum Beispiel im 3. oder 4. Stock stehen. Solche Menschen haben auch oft schon auf einer niedrigen Leiter Angst. Ihnen wird schwindelig, ihnen wird schlecht und manche können sich vor Panik kaum noch bewegen. Brücken, Aussichtstürme und Bergwege machen ihnen Angst. Zählt ihr auch dazu? Nummer 4. Viele Menschen haben Angst vor Spinnen. Das nennt sich auch Arachnophobie. Diese Menschen können oft noch nicht mal einen Raum betreten, in dem sich eine Spinne befindet. Den Gedanken finden sie ganz unheimlich. Spinnen zählen zu den am meisten gefürchteten Tieren, noch vor Schlangen und Haien. Nummer 5 ist die Flugangst. Und ich muss zugeben, dass ich dazugehöre. Ich habe Flugangst. Deswegen bin ich schon seit Jahren nicht mehr geflogen, obwohl ich weiß, dass es das sicherste Verkehrsmittel ist. Wenn ich zum Beispiel in ein Flugzeug steige, bekomme ich Schweißausbrüche, mir ist unwohl und ich bin während des gesamten Fluges angespannt. Ich kann mich erst entspannen, sobald ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin. Nummer 6. Viele Menschen haben Angst vor dem Zahnarzt. Man nennt es auch die Dentaphobie. Allein der Gedanke daran, zum Zahnarzt zu gehen, löst bei diesen Menschen Schweißausbrüche und Herzrasen aus. Vielen wird auch übel, wenn sie an den Zahnarzt denken. Manche der Betroffenen meiden sogar den Zahnarzt und setzen damit ihre Gesundheit aufs Spiel. Nummer 7. Angst vor Spritzen. Die Leute, die Angst vor Spritzen haben, haben oft Angst vor dem Schmerz, der entsteht, wenn man eine Spritze bekommt. Vor dem bevorstehenden Arzttermin leiden sie unter starker Nervosität und Unruhe. Und zuletzt reden wir noch über die Soziophobie. Solche Menschen haben Angst vor bestimmten gesellschaftlichen Situationen. Sie können zum Beispiel keine Rede vor einer großen Menge an Leuten halten. Sie haben auch Angst, kritisiert zu werden. Sie mögen es auch nicht, im Mittelpunkt zu stehen und aufzufallen. So, jetzt seid ihr dran. Wovor habt ihr Angst? Wovor habt ihr regelrecht Panik? Was macht ihr überhaupt nicht gerne? Erzählt es uns in den Kommentaren. Und denkt dran, bei lingoni.com vorbeizuschauen. Dort findet ihr sehr viele Lernmaterialien, wie zum Beispiel Arbeitsblätter, interaktive Übungen, Podcasts und sogar ein Aussprachetool. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Tschüss!